Nigel Farage. Danke, guten Morgen allerseits. Was wir hier vor uns haben, ist die neue Regierung von Europa. Eine Regierung mit dem jetzigen Lissabonner Vertrag hat enorme Befugnisse. Nicht bloß die Botschaft eines Außenministers, nicht bloß die Befähigung, Verträge zu unterzeichnen, aber eben die Befähigung, Notstandsermächtigungen einzusetzen, um die rechtliche Macht in Ländern zu übernehmen. Was wir sogar von den Fraktionsvorsitzenden des Europäischen Parlaments an diesem Morgen hörten, ist das Verlangen, dass man noch mehr Macht beanspruchen sollte und dass man es eben noch schneller erledigen sollte. Und vielleicht ist es unser schlimmstes Erinnern, dass dieser Vertrag, der der Kommission diese Ermächtigung gab, überhaupt keine demokratische Legalität in der Europäischen Union besitzt. Ihr habt Referenden ignoriert, ihr habt Referenden verweigert und ihr habt die Iren in der zweiten Wahl eingeschüchtert. Es haut mich um, dass die bloße Anzahl der häufigsten Ernennungen dieser Kommission von Ihnen Kommunisten waren oder dem Kommunismus sehr nahe standen. Herr Barroso selbst war ein Maoist. Sim Kellis, weit davon entfernt, ein studentischer Aktivist zu sein, war sogar ein Mitglied der Supreme Soviet, ein Spitzenkommunist, den wir da haben. Baronin Ashton, beim CND unterwegs und lehnt es weiter ab, uns zu erzählen, ob sie Geld von der Kommunistischen Partei Großbritanniens nahm. Ich könnte jetzt weitermachen, aber wir sind nur eine Zeit lang hier. Letztendlich haben wir 10 Kommunisten in dieser Kommission. Und man fühlt sich an die guten alten Zeiten erinnert, an eine gewisse Nostalgie unter den Kommunisten. Vor über 60 Jahren fiel ein eiserner Vorhang über Europa ein. Heute haben wir die eiserne Faust der Europäischen Kommission und wir sehen es mit Artikel 121 und Griechenland wurde erfolgreich in ein Protektorat umgewandelt. Das arme Griechenland, eingepfercht in das ökonomische Gefängnis des Euro. Das arme Griechenland, eingezwängt in dem heutigen modernen Volkskerker, aus dem es scheinbar keinen Ausweg gibt. Was Griechenland angeht, Herr Barroso, ist es Entwertung. Sagen Sie nicht Monetarismus. Gott weiß, was Ihnen geschehen wird. 1968 hatten wir das Brezhnev-Doktrin der limitierten Souveränität. Heute haben wir Aktienwerte, die wir stets mit der Europäischen Union geschlossen haben, und übergestülpte Souveränität. Das ist, was Sie angewandt habt. Aber natürlich wird es nicht nur Griechenland sein, denn dasselbe wird auch mit Spanien, Portugal und Irland geschehen. Denn 121 stimmt mit alledem überein. Herr Barroso, Sie erwähnten, dass wir unseren Kurs beibehalten werden, und das bedeutet, dass Millionen von Menschen Europas ins Leid gestürzt werden. Wenn Sie es versuchen sollten, Ihr desaströses Projekt zusammenzuhalten, welches der Euro ist, wird es zerfallen, denn darüber besteht kein Zweifel. Im Ausland funktionierte es nach Großbritanniens Wechselratmechanismus von 1992. Ihr könnt lachen, ihr könnt es belächeln. Es wird nicht funktionieren, es kann nicht funktionieren, er wird zerfallen, sobald es die Menschen Europas betrifft. Je früher das geschieht, umso besser. Wir benötigen dafür demokratische Lösungen. Wenn ihr fortfahrt, euren extremen Euronationalismus durchzudrücken, wird das zu Gewaltausschreitungen führen. Wir müssen gegen diese Kommission stimmen. Wir müssen die Zukunft der Menschen Europas in jedem Mitgliedsland in freien und gerechten Referenden umsetzen. Danke.